Yo, hier ist wieder euer beliebiger, austauschbarer, hibbeliger YouTuber, der einfach keine Ahnung hat, warum er überhaupt Leute hat, die ihm zuschauen. Hier ist wieder Struppi Struppani und wir sind zurück in unserem wundervollen Reich von Israel mit unserem exzellenten Herrscher Kaiser Mamo, dem Gerechten von Israel, der unser Reich wahrscheinlich in den absoluten Untergang führen wird, denn, naja... Guckt ihn euch an. Wir werden sowas von vollkommen scheitern, fürchte ich. Aber hey, das kann uns ja egal sein. Dieser Wind ist verdammt laut. Ich würde ihn gerne ein wenig herunterstellen. Keine Ahnung, warum das Ambiente so unglaublich hochgedreht wurde. Aber hey, wir haben also jetzt gerade noch ein bisschen was zu tun. Ihr seht ja hier, ein Waffenschischer mit dem großen Kalifat ist derzeit noch am Bieren. Und deswegen müssen wir uns natürlich darauf konzentrieren, andere Dinge zu erledigen. Wir haben einige Leute, die es mit uns aufnehmen möchten, die uns zu Fall bringen möchten. Und selbstredend werden wir natürlich versuchen, das irgendwie zu verhindern. So, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz nur die Befehlshaber an und wählen dann ein paar neue Befehlshaber. Du kannst gut kämpfen, das ist okay. Und dann holen wir uns noch irgendeinen anderen. Ja, die sind alle relativ bescheiden. Nehmen wir den hier, der uns sowieso nicht leiden kann. Das ist eine beste Auswahl, die man... Also eine bessere Auswahl kann man nicht treffen als einen Typen, der einen nicht leiden kann. Ich opferte einen meiner ältesten Freunde meiner Habgier. Ein Feind meines Freundes bot mir eine Bestechung an, die ich nicht ausschlagen konnte. Ich gewann mehr, als ich verlor. Wir haben ein Gold erhalten. Ein Goldstück haben wir erhalten. Das ist doch... Wie kann man denn da mehr gewinnen als... Ah, fuck. Wir sind willkürlich, ja? Oder wegen unseres schlechten Verwaltungswertes? Keine Ahnung. Euer Einsatz und die harte Arbeit zeigten Ergebnisse. Durch das Studium bei Okors habt ihr mehrere Sprachen auf ein gutes Niveau gebracht. Dies wird euer Ansehen im Ausland sicherlich steigern. Diplomatie und Bildung steigen um 1. Das ist sehr schön. Wie sieht es mit dem Glauben aus? Er breitet sich rasch aus. Ich bin zufrieden damit. Unsere Intrige hier hinten ist noch am existieren, aber scheinbar... will sie nicht so ganz durchgesetzt werden. Ihr könnt nochmal wieder... Oh, 110 Goldstücke. Her damit. Die wird verkauft. Das Geld, das sie uns einbringt, das ist ordentlich. Sehr schön, danke dafür. Das heißt, wir müssen noch warten, dass die Busajahiden draufgehen. Dann sind wir gerade immer natürlich hier dabei, wie ich hier ja gerade gezeigt habe... Warum wollen wir den Herzog von Bagdad? Ach, der kann uns auch nicht leiden. Okay. Und wir verlieren die Eigenschaft gestresst. Das heißt, wir werden noch länger überleben. Yay! Na gut. Und was man natürlich nicht vergessen darf, wir sind immer noch ein Bannmagier. Ein dunkler Anhänger dämonischer Kräfte. Ja, und wir sind nicht länger unter Verdacht. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, noch ein bisschen warten und dann könnten wir einmal mehr jemanden töten. Feiern wir doch mal unser satanistisches Pessachfest. Und ja, es kam auch schon in den Kommentaren vor. Natürlich hat der Werteherr hier... es ist eigentlich vollkommen... Oh, wow. Als sich das Zeichen auf meinem Unterarm offenbarte, in der Erwartung, dass alles nach Plan lief, atmete Daniel plötzlich tief ein, was mir kurz Sorgen bereitete. Du bist wahrlich ein Hexer, sagte er neugierig und erleichtert. Kannst du mir helfen, mein Kind zu heilen? Fragte er mit flehenden Augen. Oh, wir haben echt jemanden für die... Oh Gott. Aber wir sind nicht mehr gierig. Yay! Tatsächlich haben wir jemanden für die Kinder Satans rekrutieren können, glaube ich zumindest. Es scheint so zu sein. Wow. Genau. Der, ach, ich hab's weggeklickt, Entschuldigung. Der,
eigentlich ist es vollkommen schwachsinnig, dass wir als Jude hier in diesem Kinder-Luzifers-Zirkel sind, denn natürlich existiert der Teufel auch im jüdischen Glauben, allerdings nicht in der Form, in der er im christlichen Glauben existiert. Und hier werden ja christlicher Glaube, denn das hier ist ein Orthodoxer zum Beispiel, orthodoxer Christ, und hier ist ein Katholik, werden hier in einen Topf geschmissen. Ach, uns fehlt genau 5 dunkle Macht. Das heißt, wir sollten vielleicht mal wieder jemanden töten. Schauen wir uns mal ganz kurz unseren Hof an. Entführen wir ihn doch mal. Ich hoffe, es klappt natürlich. Genau, das ist, ja. Ah, wunderbar, wir haben ihn gefangen genommen. Ja, der Teufel existiert eigentlich, soweit ich zumindest weiß. Ich habe ja bereits mehrfach erklärt, dass ich eigentlich mich gar nicht auskenne mit dem jüdischen Glauben. Aber wenn man sich natürlich ein bisschen beliest dann in die Richtung, dann wird einem zumindest häufig gezeigt, dass er... Entschuldigung, ich bin gerade total durcheinander. Dass es eigentlich ein Engel ist, der die Menschen prüfen soll. Auf jeden Fall können wir jetzt unseren Aufstieg einfordern. Wir verlieren dafür natürlich einen Großteil unserer dunklen Macht, aber ich denke mal... Ausgezeichnet! Der Satan hat ein gutes Werk gesehen, Bannmagier Mamo. Herzog Danai, der Rekrut, den du uns geschickt hast, hat die Aufnahmen in den Zirkel nun vollzogen. Ich danke dir für diese Gabe, sie soll dir nie vergessen werden. Sehr schön. Das heißt, wir haben schon mal einen Großteil unserer dunklen Macht wieder gewonnen und... Verehrter Bannmagier Mamo, ich gewähre euch hiermit die Erlaubnis, zum nächsten Rang im Kinder-Luzifers-Zirkel aufzusteigen. Sehr schön, es ist mir ein Privileg. Wir sind nun Beschwörer. Weitgehend versteckt vor der Welt. Alter, ihn für dunkler Macht die Lebenskraft zu rauben? Heilige Scheiße! Wow, aber was können wir denn jetzt gerade erstmal? Vertrauen beschwören. Ermöglicht das Rechtsklicken auf das Porträt eures Charakters, um für dunkle Macht einen Vertrauten zu beschwören. Unreine Berührung. Ermöglicht das Rechtsklicken auf die Porträts eurer Vasallen, Höflinge und Rivalen, um zu versuchen, sie für dunkle Macht mit Flüchen schlechter Gesundheit und Krankheit zu belegen. Vom Teufel besessen. Ermöglicht das Rechtsklicken auf die Porträts eurer Vasallen, Höflinge und Rivalen, um zu versuchen, mit einem euch treu ergebenen Dämonen Besitz von ihnen zu ergreifen. What the f... Alter Schwede! Okay, nehmen wir doch ihn hier. Und berühren ihn unrein. Mit allem, was wir haben. Jetzt, da älter wird, kann ich sehen, dass Berhan Nu von meiner Erfahrung profitieren kann. Aber er ist schwächlich. Ich weiß nicht, ob wir ihn unbedingt als unsere Nachfolger auserkoren möchten. Na, machen wir ihn mal ehrgeizig. Vielleicht tötet er uns ja. Das wäre ganz praktisch, bevor unser gesamtes Reich den Untergang... Ah... Na gut. Wir können ja wieder ein bisschen was ausbauen, glaube ich. Ja. Die Ställe in Jerusalem werden ausgebaut. Der Übungsplatz hier wird ausgebaut. Und in Acre wird unser Bergfried ausgebaut. Seid gegrüßt, Kaiser Mamo. Satan verlangt eine weitere Seele. Bla bla bla. Verhext Prinzessin Deptera und macht sie zu eurem treuen Diener. Mit Gewalt, wenn nötig, bitte kümmert euch augenblicklich darum. Gelobt sei der Schwindler. Prinzessin Deptera von Mesopotamien. Wo finde ich die denn? Okay. Wir brauchen noch etwas dunkle Macht, dann können wir das gerne machen. Aber wie gesagt, derzeit... Gelobt sei Satan! Mein Klypot hat Früchte getragen. Ich habe erfahren, dass Herzog Mengesha erkrankt ist. Er leidet an Blattern und ich bezweifle, dass er lange durchhalten wird. Mögen Dämonen auf dem Grab von Mengesha tanzen. Wow.
Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Hey, danke Update-Meldung von QuickTime. Ich bin gerade hin und weg von diesem Kram. Das ist eine unglaublich interessante Sache. Wow. Wow. Meine Fresse. Wer hätte es gedacht? Wow. Okay. Ja. So sieht es also aus. Kaiser Mamo der Gerechte, ein Sohn Luzifers, führt das gesamte Reich in Richtung Untergang. Wow, hier, der ist perfekt. Den möchte ich haben. Das ist auch unser Sohn, Prinz Danai. Der könnte schon eher zu unserem Nachfolger heranwachsen. Und er könnte ehrgeizig werden, ohne dass wir Rivalen sind, denn er ist manipulierbar und ich glaube, dadurch erwächst recht schnell der Ehrgeiz. König... Okay, wir haben einen neuen König von Syrien. Unser Berater muss nun ausgetauscht werden. Holen wir uns doch einen Loyalisten in den Rat, auch wenn der nicht gerade einen hohen Rang hat. Haben wir gerade Kriege im Reich? Ja, so sieht es zumindest aus. Und Iskinder hier, unser Berater, hasst uns natürlich. Tja, leider kann ich nicht töten. Ich weiß gar nicht, wieso unsere dunkle Macht eigentlich heransteigt. Oh, durch Intrige. Ah, okay. Jetzt können wir nämlich hier sie versuchen, dem vom Teufel Besitz ergreifen zu lassen. Es könnte sein, dass sich die Macht des Kinder Lucifer zog, also die Leute schöpfen schon Verdacht. Okay. Ich bin jetzt doppelt unter Verdacht oder höchst verdächtig. Oh, okay. Spät nachts ziehe ich mich in mein Zimmer zurück, das ich sorgfältig für das heilige Klipoth-Ritual vorbereitet habe. Nach jedem abgeschlossenen Abschnitt des Rituals wird die Luft im Zimmer schwerer, bis ich endlich spüre, wie ich dabei bin, ein Geschöpf mit schrecklicher Macht auf meinen nichtsahnenden Feind loszulassen. Tut es. Ich weiß, dass sie meine Stimme zum letzten Mal verändert hat, Das Ritual hat vollständig versagt. Vielleicht war Prinzessin Deptera zu willensstark und es gibt einen anderen Grund, aber das Wesen hat nicht von ihr Besitz ergriffen können. Deptera hat aber jedoch völlig den Verstand verloren. Schade. Und die Mission scheitert, ja. Okay, was haben wir hier? Eine starke Fraktion. Und er hier ist ziemlich häufig daran beteiligt. Und du hier, der du eigentlich an Blattern erkrankt sein solltest. Verdammt, er ist nicht mehr krank. Was will ich denn mit dir? Nein, du musst es alleine lernen. Du bist nur ein schwächlicher kleiner Höfling. Was interessierst du mich denn, bitteschön? Okay, dann müssen wir das leider aufgeben mit dem ersten Mal, aufgeben mit dem hier Besitz ergreifen und so. Ein andern Mal natürlich ist dies wieder möglich, doch nun zieht sich unsere Armee nach Jerusalem zurück und wird dort um weitere 250 Mann wahrscheinlich verstärkt. Find ich gut. Beziehungsweise um 300 Mann wird sie verstärkt. Das ist natürlich auch sehr schön. Wenn wir gerade sehr viele Kriege im Reich haben. Ich würde sagen, wir setzen den Reichsfrieden einfach mal durch. Ich habe nämlich überlegt, ob man vielleicht einfach mal ein bisschen mehr den Ratsmitgliedern hier die den Rat etwas mehr ermächtigen könnte. Immerhin würde dies unser Vasallenlimit erhöhen. Solange wir um die Kriegserklärungen sind bereits vom Rat zu bestimmen, na, dann können wir sowieso alles andere ja theoretisch durchsetzen lassen. Okay, unser Sohn Berhanu ist ein geiziger Kaufmann geworden, was okay ist. Er ist immerhin nicht vollkommen inkompetent geworden und du möchtest unsere Tochter heiraten. Wohingegen einer unserer Söhne leider landlos ist und uns verabscheut. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber das ist gerade alles natürlich nicht wunderbarst hier. Ich überlege, ob man vielleicht... Wie sieht es aus? Wie viele Truppen hast du? 10.000 hast du. Dein Gebiet ist über 18.000. Wenn wir jetzt im Heiligen Römischen Reich den Krieg erklärten um Tunesien,
würde höchstwahrscheinlich zumindest natürlich... Oh! Nun, das ist natürlich, nun, gib mal her. Oh, wow, hier drüben hat es nicht geklappt, aber irgendwie wurde scheinbar der König von Italien jüdisch. Das ist natürlich wunderbarst. Wir haben die Karolinger infiziert mit unserem wunderbaren jüdischen Glauben. Ich bin stolz auf uns. Schon ein kleines bisschen. Und dementsprechend werden wir jetzt natürlich mit all unserer Macht ausziehen, um das Heilige Römische Reich aus Afrika zu vertreiben. Natürlich ist genau in der Provinz, in der wir unsere Truppen ausgehoben haben, gerade zufälligerweise ein plünderndes Regiment an Truppen. Das ist ein wunderbarer kleiner Zufall. Ich bin sehr schön froh darüber, dass das eingetreten ist. Denn Mensch, ey, was hätte ich nur gemacht, wenn ich ein paar Truppen da gehabt hätte, die hätten kämpfen können. Komplett aufgerieben. Natürlich komplett aufgerieben. Was auch sonst. Meine unverheiratete Tochter war unbesonnen. Sie verbarg ihre Schwangerschaft vor mir und jetzt ist ihr Kind geboren. Es gibt verschiedene Methoden, mit dieser unglücklichen Situation umzugehen, sagte mir Hofspitzel Rabbiner Kelje, als ich ihn um einen Rat zur Handhabung des Bastardkindes ersuchte. Oh, wir könnten Sippenmörder werden, was natürlich nicht schön ist. Außerdem verlieren wir verdammt viel Geld, aber das ist nicht so wichtig. Gut, wir töten ein Kind und sind nicht mehr länger verdächtig. Das gefällt mir sehr. Anscheinend sind wir auch nicht zum Sippenmörder erklärt worden. Oh nein, unser König ist Kinder, ist gestorben. Zumindest ist er nicht mehr unser Berater. Erklären wir doch den Herzog von... Ach, die sind alle dann... Das ist doch Kacke. Nehmen wir den König von Abyssinien wieder mal. Soll er das anführen. Gut. Und ansonsten warten wir darauf, dass unsere Truppen natürlich einmal durch ganz Nordafrika laufen, um in Tunesien anzukommen. Oh, unsere Gattin ist auch an Krebs erkrankt. Hey, wir haben so viel gemeinsam, Schatzi. Mua. Oh, warte, haben wir eigentlich schon unsere Gattin für Satan rekrutiert? Nein, haben wir nicht. Das muss natürlich sein, wir müssen zusammengehören. Auch in diesen Belangen. Oh, schade. Okay, dann halt nicht. Dann kann sie sterben. Hofarzt, ich habe hier so ein komisches Jucken an meinem Arm. Oh, das ist schrecklich. Oh, es fühlt sich so falsch an, die ganze Zeit diesen Kinder-Luzifers-Kram weiterzumachen. Aber gleichzeitig will ich wissen, was man so machen kann. Das ist voll interessant. Da muss der arme Marmor jetzt halt als inkompetenter Herrscher dafür herhalten. Ihn kann halt sowieso keiner leiden, deswegen ist es vollkommen egal. Ah, unsere Tochter benötigt einen Ausbildungsfokus. Dann soll sie doch mal fokussieren. Während wir... Der 10. zikrische Aufstand. Wow, dieses Kalifat steht echt unter keinem guten Stern. Und wir sind gestresst. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Wahrscheinlich bilde ich mir das alles nur ein, aber manchmal merke ich, wie mich die Leute anstarren. Wenn meine Höflinge wispern, denke ich, dass sie vielleicht über mich tuscheln. Ein Mitglied des Kinder-Luzifers-Zirkes zu sein, scheint das Risiko wert zu sein. Doch dessen bin ich mir nicht mehr sicher. Satan hat uns so viel gegeben und jetzt ist es an der Zeit, ihm ein Geschenk zu machen. Verlangt nach einer Seele, die ihm dunklen Reich dienen soll. Wir haben auch schon das perfekte Opfer dafür. Fangt und opfert einen Diener von Gott. Na gut. Mal wieder einen Rabbiner töten. Das ist okay. Mache ich gerne. Immer wieder. Ich bin nur leider immer noch ziemlich verdächtig und ich würde gerne nicht wieder höchst verdächtig werden. Deswegen warten wir natürlich noch etwas. Und du möchtest unsere Tochter heiraten, das ist okay. Wie gesagt, das ist eine alte Familientradition, die Töchter in den Norden zu verheiraten, in die Steppe. Alles andere sind Frauen ja nicht wert. Also,
Ist nicht so, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, eine eigene Entscheidung haben sollten oder sowas. Hey! Schön, dass wir immer noch die ganzen Grafschaften eigentlich zum falschen Gott konvertieren, aber das ist egal. Wir konvertieren jetzt mal die liebe Petra. Die steht da rum und möchte auch konvertiert werden. Deswegen machen wir das natürlich. Oh, 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 was sehe ich hier? Es landen Truppen an unserem Strande. Oder zumindest sind sie drauf und dran, dies zu tun. Nun, das ist aber erstmal egal, denn wir erstürmen die Mauern von Tunis. Und da kapituliert ja auch schon Karl das Monster. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ha, so. Gut, dann können wir unsere Truppen ja wieder zurück nach Jerusalem schicken. Und hier drüben ein paar, laden wir einfach ein paar heilige Männer ein, würde ich sagen. Da, heilige Männer an den Hof einladen. So, hallo Demisi, Demisi, du bekommst natürlich eine dieser wunderbaren Grafschaften hier. Und zwar die von Ma irgendwas. Hakem, du erhältst selbstverfreilich Tunis. Bertha. Bertha. Bertha erhält die nächste Grafschaft und ja, ja, ich weiß, wir sind über unserem Vasallenlimit, aber das ist egal. Denn unser Sohnemann. Bekommt jetzt seinen Landtitel hier. Und du bekommst auch noch einen Titel. So, und wahrscheinlich gehören die Tempel nicht mir. Sehr schön. Okay, und dann erschaffen wir natürlich. Och nein, ich hasse es. Oh, jetzt ist er in irgendeinem beschissenen. Ja, dieser blöde Bürgerkrieg. Ja, natürlich. Und deswegen können wir den Titel nicht übernehmen. Ist das dumm? Mein Marschall, Tesema Berhanu, hat mir von einem bemerkenswerten Waffenschmied erzählt, der in Askalon lebt. Er hat vorgeschlagen, ich solle den Waffenschmied an meinem Hof einladen, um dessen Arbeit mit eigenen Augen zu sehen. Falls er mich zu beeindrucken vermag, könnte ich meine eigenen maßgeschneiderten Waffen in Auftrag geben. Oh, eine vorzügliche Idee, Marschall. Schön. Sobald Marschall Tesema versichert hatte, dass das handwerkliche Können des Waffenschmiedes nicht zu wünschen übrig ließe, empfing ich den Waffenschmied im Thronsaal. Sie stellte sich als Herrin Melesse vor und zeigte auf ihre zahlreichen Gehilfen, die Beispiel ihrer Arbeit trugen. Schwebt meinem Kaiser etwas Bestimmtes vor? Mit einem guten Schwert liegt man nie verkehrt. Oh, oh, oh. Als andere Waffen sowie persönliche Kampffertigkeiten würden sich Prestige einbringen. Eine Lanze möchte ich haben. Lanzen können einen Bonus für Befehligen von Kavallerie sowie Kriegskunst persönliche monatliches Prestige einbringen. Für Äxte, leichte Infanterie, Kriegskunst persönliche einem Streitkolben für die schwere Infanterie. Nun, woraus besteht denn unsere Armee? Ich glaube aus schwerer Infanterie. Ich bin allerdings immer ein großer Fan natürlich von Äxten. Na, nehmen wir mal das Schwert, würde ich sagen. Mit einem guten Schwert liegt man nie verkehrt. Oh, that rhyme. Sultanat von... Ah, schon, noch so ein Typ, der im Krieg befindlich ist. Warum seid ihr alle immer im Krieg befindlich? Ich hasse es. Ein Schwert, ich verstehe, eine ausgezeichnete Wahl, mein Kaiser, sagte Herr Medesse und ruft den Gehilfen herbei, der drei Schwerterexemplare in den Armen hält. Ich habe hier drei Beispiele für verschiedene Qualitätsstufen. Man muss entscheiden, was man braucht und welchen Preis man zu zahlen bereit ist, aber alle Exemplare würden eurer Hoheit gute Dienste erweisen. Nur mit dem Allerbesten, das können wir uns leider nicht leisten. Ich brauche keinen Firlefanz, fertig mir etwas Wirkungsvolles an, das können wir uns gerade so leisten. Und das wäre natürlich... Ja, nehmen wir das Wirkungsvolle. Haben wir unser Großteil unseres Geldes dafür hinaus. Ich dachte, ich hätte viel Geld auf der hohen Kante, aber jetzt, wo ich gesehen habe, wie viel das teuerste Schwert kostet, ne, ist schon heftig. Aber wir kriegen ja relativ schnell wieder Geld. Warte mal, was habe ich da gerade gesehen? Ach so.
Okay, und unser Marschall benötigt einmal mehr eine Ernennung und da würde ich sagen, nehmen wir ihn hier. Jetzt, da er älter wird, kann ich sehen, dass Zernay von meiner Erfahrung in Intrigen profitieren kann. Ja. Okay, wir könnten ihn paranoid und hinterlistig machen. Oh, das würde ihm aber sehr viel Diplomatie entziehen. Ich glaube nicht, dass wir das machen möchten. Ich möchte keinen intriganten Nachfolger haben. Danke der Nachfrage. Ach, der ist ja schon unser Nachfolger, aber er ist wahnsinnig. Den habe ich vollkommen vergessen, den Typen. Okay, er könnte gebildet werden oder er könnte gütig werden. Versuchen wir immer gütig zu machen. Es wäre schon mal gut, einen zweiten, ich sage jetzt mal Backup-Nachfolger zu haben. Und er ist gebildet und zufrieden. Na super. Nicht das, was ich wollte, aber das, was ich bekomme. Verlier doch einfach diese blöde Revolte hier. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich will endlich Tunesien erschaffen. Titel von einem Krieg befindlichen Charakteren können nicht übernommen werden. Das ist so ein Schwachsinn, ganz im Ernst. Also in dem Fall schon. Naja, ansonsten würde er wahrscheinlich alle seine Vasallen in die Unabhängigkeit entlassen müssen. Das ist schon verständlich. Wenn es zum Beispiel sein Herzogtitel wäre und er sonst nur noch und er ganz viele Grafenvasallen hat, aber keinen zweiten Herzogstitel, dann würde er natürlich seinen Anspruch auf sämtliche Vasallen verlieren und hätte dann große Probleme. Insofern kann man das schon verstehen. Es ist nur ein wenig nervig. Aber hey, so bin ich ja auch. Ah, ein weiteres Gebiet wurde konvertiert. Danke, Petra. Gehen wir mal zu deinem Mann. Ich dachte, das ist nicht besser. Schön. Ja, mit diesem tollen Jockerl machen wir mal den Part hier zu Ende, würde ich sagen. Das war ja schon, das war ja schon, was? Das war ja was, was? Verstehen Sie quasi? Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Denn wir werden, wenn wie gesagt, ich werde mich nun von dannen machen hier und euch eurem eigenen Schicksal überlassen. Also, meine Lieben, ich hoffe, dieser Part hat euch so weit gefallen. Unser Weg in die tiefen Tiefen des Satanismus setzt sich fort und tatsächlich wurde bereits Pavia zum jüdischen Glauben konvertiert. Ich bin sehr stolz auf den einzig wahren Glauben, der sich hier ausbreitet. Und wenn ich das richtig sehe, ach, gehört es zu Italien hier und ist deswegen auch jüdisch. Ah, wie gut! Ah, wie gut! Und was ist hier im Norden los? Warum ist der germanische Glaube? Oh, wow! Oh wow, das Irkanat hat halb Skandinavien erobert. Das ist natürlich beeindruckend. Gut, aber das werden wir beim nächsten Mal dann wieder weitersehen. Also, Italien, du bist mein stolzer Vorreiter des jüdischen Glaubens in Europa. You go, girl. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.